Canon hat uns heute einige Neuheiten der EOS R-Serie zugesandt. Einmal die EOS R7, eine der beiden neuen APS-C-Kameras der R-Serie, und zwei neue Refobjektive. Wir durften sie uns vorab ansehen. Beginnen wollen wir mit der EOS R7. Die EOS R7 ist eine der beiden neuen APS-C-Kameras mit EOS R-Technologie. Das heißt, die EOS R gibt es jetzt auch mit dem kleineren APS-C-Sensor, was gewisse Vorteile bringt, wozu wir noch kommen. Grundsätzlich will die EOS R7 ein Nachfolger für die sehr beliebte Spiegelreflexkamera, die EOS 7D, sein. Wie der ältere Bruder, die EOS 7D, legt auch die EOS R7 sehr viel Wert auf Geschwindigkeit. Damals war die EOS 7D eine der schnellsten Kameras ihrer Klasse. Das schafft die EOS R7 nicht ganz, aber sie schafft beachtliche 30 Bilder pro Sekunde mit dem elektronischen Verschluss und 15 Bilder die Sekunde mit dem mechanischen Verschluss. Ja, und die Besonderheit dieser neuen EOS R-Kameras, der EOS R7 und der R10, ist natürlich der kleinere APS-C-Sensor. Bis jetzt waren alle EOS R-Modelle mit dem Vollformat-Sensor ausgestattet und eben bei den neuen Modellen gibt es jetzt auch den kleineren APS-C-Sensor. Er hat Vorteile, hat auch Nachteile, aber ich glaube, es ist eine gute Bereicherung für das ganze Sortiment. Die EOS R7 hat einen Sensor, der 32,5 Millionen Bildpunkte bringt. Und er wird stabilisiert mit bis zu 8 Blendenstufen intern im Gehäuse. Bei der Videofunktion setzt die EOS R7 auf solide Grundwerte. 4K in der maximalen Auflösung mit 60 Frames und für die Highspeed-Variante können wir Full HD mit 120 Frames verwenden. Alle weiteren technischen Daten findet ihr in unserem Online-Shop oder könnt ihr in unsere Stores in Erfahrung bringen. Nun wollen wir zu den beiden neuen RF-Vollformat-Objektiven kommen, die wir hier am Tisch stehen haben. Einmal das Ultraweitwinkel, das 15 bis 30 mm und das 24 mm Makro. Grundsätzlich für alle Vollformatgeräte gedacht, aber auch natürlich kompatibel mit der neuen EOS R7 und der R10. Beginnen wollen wir mit dem 1530 Ultraweitwinkel. Das Ultraweitwinkel ist auf den ersten Blick sehr kompakt und spürbar leicht. Darunter leidet die Bildqualität aber nicht, die Abbildungsleistung ist wirklich tadellos. Zusätzlich dazu wird das Objektiv intern stabilisiert mit sogar bis zu 5,5 Blendenstufen. Das alles bekommt man um recht preiswerte 699 Euro. Das ist für einen Ultraweitwinkel in der Qualität wirklich ein Spitzenpreis. Das zweite neue Objektiv ist das RF 24 mm Makro. Das 24 mm Makro zeichnet sich durch seine hohe Lichtstärke von 1,8 aus und hat einen Abbildungsmaßstab von 1 zu 2. Gleichzeitig ist es wie das 15 bis 30er sehr leicht und sehr kompakt. Unser kleines Update zur EOS R-Serie geht auch schon wieder zu Ende. Jetzt noch zu den Preisen und den Verfügbarkeiten der einzelnen Geräte. Die EOS R7 ist eigentlich ab sofort im Juli verfügbar für 1499 Euro. Das 24 mm Makro ist ab August für 749 Euro erhältlich und das 15 bis 30er Objektiv ist ab September um 699 Euro erhältlich. Für alle weiteren Informationen über die Geräte besucht einfach unseren Online-Store oder unsere Shops. Ich darf am Ende noch sagen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und pfiat euch!